Ja, meine lieben Freunde, hier ist mal wieder Jan. Jan mit dem dritten Teil der Mission. Im Endeffekt der Back Mission von Siedler 4. So, was hat sich getan? Das heißt also, der arme Ragnar hat das Zeitliche gesegnet und ist als Engelchen weggeflogen. Tut mir echt leid. Der hat hier das alles gemacht und ich habe zwischendurch... Das müsst ihr im Endeffekt alles mitbekommen, das ist ein totaler Blödsinn, ne? Macht ja auch keinen Spaß, da dauernd diesen Käse da zu gucken, finde ich, weil es ja auch dann irgendwann langweilig ist. Ich habe zwischendurch hier alles sauber gemacht und dafür gesorgt, auch hier die Kaserne hingebracht, bin ich jetzt im Moment, damit ihr auch wisst, was ich ja mache, einen Tempel am Bauen, weil eben habe ich festgestellt, sind die, sag mal, das dunkle Volk wieder hier hinmarschiert. Und das hat mich schon genervt, sag ich ganz ehrlich, das hat mich echt genervt. So, Lager fertiggestellt. Was ist da gemacht? Ah ja, da wollte ich das Holz hinbringen. Okay. Also, was ich vorhabe im Endeffekt, ich habe jetzt Folgendes vor. Das heißt also, hier sollen also ohne Probleme hier die Abwehr hin, sodass wir die erstmal anlocken. Und hier habe ich mit dem lieben Priester, ne, habe ich schon ein bisschen Öffnung gemacht. Also das ist immer so eine Sache, wo wir hier auch so, hier kann man es leicht erkennen, wo wir hier so ein bisschen, wenn die hier laufen die jetzt her, da. So, und wenn wir jetzt hier noch Türme hinbauen, haben wir natürlich die Möglichkeit, dass wir die relativ gut abschießen können. Muss nur aufpassen, dass man das nicht so viel macht. Und ja, dann ist der natürlich dann drin. Ne? Das heißt, also, dann kann der da reinlaufen und dann ist die ganze Arbeit umsonst. Wäre natürlich schade. Dahin. Aber im Moment kann da noch keiner reinlaufen. Und hier bis hierhin müsste es eigentlich gehen. Gerade gucken. Ja, geht. Hier kann man auch noch. Würde ich noch mal ein bisschen zurückziehen, im Fall, dass hier irgendwelche Bogenschützen sind, hauen die mir den Priester kaputt. Also das sieht gut aus. Ihr versteht, was ich vorhabe. Dazu, um hier eben, ich sag mal, hier dann eben Türme zu platzieren, also hier in diese Ecken, muss ich natürlich erstmal diese hier abreißen. Also das heißt, also ich muss sehen, dass ich die erstmal anlocke und dann, ja, beziehungsweise anlocke, also ich sag mal, am besten relativ schnell mal angreifen und mit dem Priester zusammen. Wenn der Priester noch, oh, der hat natürlich nicht so viel drauf, ne, der bringt doch nichts, sondern ohne Priester, dass wir das hier mal kaputt machen können. Die Frage ist natürlich, okay, was für Leute hat er? Und das werden wir mal testen, indem wir ganz einfach welche hier hinschicken. Okay. Und nachher werde ich dann Folgendes machen, ich werde dann einfach zum Trick greifen, damit das nicht 100 Jahre dauert, werden wir hier ab und zu mal so eine Beschleunigungstaste einsetzen. Das ist bei Siedler 4 die F12 und ich speichere das dann zwischendurch ab, sodass da also wirklich, ja, das dann einigermaßen auch gescheit funktioniert. So, hier setzen wir unsere lieben Pioniere noch ein, damit hier, oh, das brauchen wir nicht, da können wir da auch einen Turm hinsetzen, um das sauber zu machen. Also das ist alles schön. Ich bin ein Freund, der gerne hier alles schön sauber hat, dass es schön ausschaut. Weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Siedler 4 spielt oder solche Spiele überhaupt spielt, ob ihr da auch so Wert drauf legt, dass es einigermaßen schön aussieht und sortiert ist und eingeteilt ist. Also deswegen liegt mir wahrscheinlich auch dieses Siedler 4 gut, weil ich mag das eigentlich, ne? Wenn das also schön in Ordnung ist und dann, ja, und optisch auch ansprechend. Finde ich jetzt immer schön. Also meine Meinung. Muss nicht eure sein, lieber Gott. Und jeder hat ja seine eigene Meinung und hat doch den Anspruch auf seine eigene Meinung. So ist meine Meinung. War viel Meinung, ne? Eieiei. Okay, also jetzt haben wir, wo haben wir den Kumpel dann hier? Da ist der. Das sind zwei. Ich habe zwei. Da können wir den einen. Ich habe zwei. Da können wir den hier schon mal hier rüber schicken und das mal wegmachen. Nämlich interessanterweise kannst du nämlich hier drauf nicht bauen und ich jetzt mache passiert gar nichts, ne? Okay. Also die Bogis kommen angelaufen. Dauert alles ein bisschen. Hier habe ich jetzt auch festgestellt, dass die hier oben rumlaufen. Und ja. Was haben wir da noch einen? Ist da noch, sind da noch mehr? Ne, nur einer. Und bringen wir den auch noch dahin. Und die
Ja, ballerbackern hier da alles ab. Ist ja auch kein Thema. Muss aber lieber anders einsetzen. Ist da irgendwo noch etwas auszubauen? Sehe ich nicht. So, da schauen wir uns den Spaß mal an hier, was hier passiert. Aha, jetzt funktioniert das auch. Ich werde Folgendes machen. Wir werden uns mal irgendwie mal die Sachen hier überall mal anschauen. Und mal gucken, wo das dunkle Volk vielleicht erreichbar ist. Kann ja sein, dass wir das kaputt machen können. Aha, und dann haben wir die Ruhe von diesem scheiß Copter. Ich hasse, habe ich in den vorhergehenden Folgen schon gesagt, ich hasse diese Copter wirklich. Die gehen mir so auf den Sack, weil die stören dermaßen. Und frage mich überhaupt, was das sein soll. Blödsinn, absoluter Blödsinn. Okay, nein, ist ja eine Bereicherung des Spiels. Ist ja nicht so, dass es keinen Spaß macht, dieses Spiel da. Quatsch, diese Copter. So, einmal gucken. Und zwar gucken wir ganz einfach, ob da, bis hierhin gehen die, ob da Folgendes ist. Und zwar, ob da ein Priester steht. Wenn da ein Priester steht, macht er uns natürlich alle kaputt, sofort. Wenn da kein Priester steht, können wir natürlich ohne Probleme das angreifen hier. Und haben, das werdet ihr dann sehen, relativ schnell. Ja, den können wir stehen lassen, oder? Wo sollen wir den auch wegmachen? Ja, den können wir auch wegmachen. Also bis jetzt sehe ich keinen Priester. Angriff, Angriff, Angriff. Das sieht gut aus, sieht gut aus. So, können wir nämlich hier alles wegmachen und können da Türme hinsetzen. Puff, seht ihr, da wird es frei. Da liegt sogar Gold rum. Da liegt sogar Gold, Kumpels. Und ab damit. Gut, ich meine, logischerweise läufst du Gefahr, wenn du jetzt hier irgendwo angreifst, dass natürlich auch deine Leute verlierst, aber gut, was soll's, also das bringt ja sonst nichts, wenn du nicht irgendwo so ein bisschen Risiko eingehst bei Angriffen, dann ist es auch langweilig, ne? Also gehört einfach dazu, so, fangen jetzt an, nimm mal einfach da einen Turm hinsetzen, das mal probieren. Und hier weitermachen, damit man hier weiterlaufen kann. So, sollten die denn trotzdem mit einer Wahnsinnsübermacht angreifen, werden wir natürlich die wieder kaputt machen, weil hier ist noch nichts passiert. Also hier müssten wir einfach sich ein relativ großes Ding hinstellen. Ne? Ihr versteht warum? Okay. Oh, im Moment funktioniert es noch. Jetzt wird es gefährlich. So, jetzt ziehen wir uns erstmal hier. Ziehen erstmal die ab. Hat keinen Sinn. So, und ziehen auch die. Hoffentlich laufen sie raus. Weil das ist unmöglich. Im Moment zumindest mal. Mit der Stärke des Grünen. Der Grüne hat 800. Also es hat gar keinen Sinn, das ist Quatsch. Hochkarätiger Quatsch, okay. Die werden wir nicht retten können, die werden weiterhin hier angreifen. Was soll's? Okay, sollen sie es machen. Und hier werden wir jetzt sehen, dass wir relativ schnell eine einigermaßen gescheite Verteidigung aufbauen, die auch die Angriffe aushält.
So, jetzt müssen wir hier sehen, dass wir natürlich noch, also erstmal auf unendlich und dann mal 5 runter. So, gucken gerade, ob irgendwo was verzögert. Hä? Was ist das denn? Wieso das? Habe ich nicht aufgepasst? Okay, machen wir schnell zwei. Wie sieht das da aus? Da wollte ich ja gucken. Hä, warum ist da kein Gold? So, den einen Priester bringen wir hier drauf, damit der mal da weg ist. Mit dem, wir werden also im Endeffekt hier irgendwie versuchen, da irgendwo rumzufahren und zu gucken, ist da irgendwo das dunkle Volk. So, jetzt ist die Frage, wie weit ist die Reichweite dieser Bogenschützen? Das werden wir sehen, in dem Moment, wo der erste angreift, werden wir sehen, wie weit die da schießen können. Ich sag mal, hier werden die relativ eng laufen. Das heißt also, hier können wir locker Doppelreihen machen und die sind natürlich relativ wirkungsvoll. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die ballern dann schon den Feind da richtig eine vor die Birne. Und das ist auch nicht ohne. Das heißt also, da wird schon eine ganze Menge passieren an Verlusten beim Gegner. Wenn ihr dazu irgendwann mal eine Frage habt oder einen Vorschlag oder und sagt, okay, also ich würde das ja ganz anders machen, liegt, erzählt doch mal. Gar kein Problem, schreibt so rein. Also, mir fällt sowieso auf, dass die Kommunikation zum Teil bei YouTube sehr schwach ist. Ne? Die Jungs und Mädels könnten viel mehr eigentlich kommunizieren untereinander. Die meisten beschränken sich ja darauf, dass sie irgendwie schreiben, geil, nice oder was auch immer. Sind nicht in der Lage, mal irgendwie so einen Dialog mal anzufangen, eine Diskussion anzufangen. Und da frage ich mich auch immer, sind jetzt wirklich nur 6-5-Jährige oder was auch immer, die da irgendwo am YouTube am gucken sind. Und ja, gut. Aber das ist wirklich, wo ich sage, könnte verbessert werden. Ne? Generell finde ich es gut, dass die Kommunikation stattfindet, egal mal in welche Richtung. Außer man beleidigt andere Leute, dann finde ich es scheiße. Ne? Also das ist etwas, was ich absolut auf den Tod nicht ausstehen kann. Ne? Weil ich verstehe es nicht. Warum muss ich andere Leute beleidigen? Warum? Gibt es da irgendeinen triftigen Grund, dass man sagt, ja, okay, das muss deswegen sein? Also ich kapiere es nicht. Ihr seht, ich tue da und hier auf den Holzfäller klicken und also ich gehe davon aus, dass gleich hier der Grüne sagt, weißt du was, du hast mich eben angegriffen, ich mach dich einfach mal platt, ne? Weil jetzt wird's eng. Ab diesem Zeitpunkt müssen wir sehen, dass wir hier wirklich so mal hier welche runter machen, damit der auch, also ab diesem Zeitpunkt wird's eng, Freunde, dürfen wir nichts vormachen. Also das kann passieren. Wir haben immerhin als Gegner 1100. Ja, zusammen 1100, 2200, 3300, 4000, also fast 5000 Gegner. Gut, okay, wir haben natürlich eine Mini-Rampe, hier hieß natürlich dieses Spiel Regulator, mit einer Riesenrampe, bau die größte Rampe, die es gibt. Gut, ich sag mal, wenn die Rampe zu groß wird, macht es mir keinen Spaß mehr, nicht böse sein, also wirklich so, dann ist das doch langweilig, also dann guckst du zu, wie die abgeballert werden, wie die Engelchen nach oben fliegen, ist ja immer lustig zu sehen, aber ob das Spaß macht, na gut, okay, jedem ist das seine, also mir macht es keinen Spaß dann ab dem Zeitpunkt mehr. So, hier können wir noch was hinsetzen, ich würde sagen, hier auch noch. So, das heißt also, wenn die hier reingestürmt kommen, weil die ja mit Sicherheit hier machen, die werden also hier reinmarschieren. Ne? Dann dürfte das eigentlich ganz gut zu verteidigen sein. Ne? Wenn natürlich, die werden auch definitiv, werden die Gegner hier, wir haben ja verschiedene Gegnerarten, werden die auch mit Priester ankommen. Das wird also heftig. Es wird heftig, Freunde. Absolut heftig.
Kein Siedler. Ich weiß, ist logisch. Ja, soll's auch. Ja, schön. Guck mal hier, da. Da ist er wieder gelandet, dieser Scheißer. Und meine Jungs hier schlafen sich einen ab. Ja, und gleich ist er weg. Ah, ist super. Oh, nee. Oh, das tut ja weh. Das tut weh. Oh, nee. Ehrlich jetzt. Das hat gar keinen Sinn. Die rennen wahrscheinlich überall hin. Egal. Haben wir nicht aufgepasst. Was heißt aufgepasst? Der kommt ja irgendwo angeflogen, der Spinner. So, und dann hast du die Arschkarte. Also hier sieht alles nicht nach dunkles Volk aus. Ich sag mal, den bringen wir wahrscheinlich hier in die Richtung. Und die Jungs, wo sind denn hier meine Jungs? Sollten wir hier laufen, ne? Lass mal einfach da laufen. Aber hier kann das sowieso nichts sein. So, vielleicht schaffen wir es ja, dass wir den Kopter abschießen, bevor er abhebt. Ja! Also, meines Erachtens ist es jetzt so, dass das jetzt eine gewisse Zeit dauert, bis der wieder einmachen kann. Also, ist meine Meinung. Ob der da wirklich so ist, sei dahingestellt. So, die rennt auch noch darum. Jetzt müssen wir den auch noch hier killen müssen. Also diese Häuptlinge vom dunklen Volk, sowas von knüppelhart, guckt er die an. Der läuft immer noch hier, obwohl er alles Mögliche hinterherläuft. Er hat natürlich eine höhere Geschwindigkeit, ne? Also das ist auch zu beachten. Also der ist jetzt schon mal erwischt. Toll. Okay. Sellerie oder Sellerie. So, schnell hier die Bogenschützen rein platzieren. Hier auch. Da auch. Ja, funktioniert. Geht. Also es geht relativ schnell. Hängt damit zusammen, wenn ihr es bemerkt habt, ich habe überall so kleine Lager hingebaut, die natürlich dann auch einem helfen, dass das ratzfatz geht, weil da müssen nicht eher irgendwo die Sachen dann hingeschleppt werden. Ist schön. Das sieht gut aus. Sieht aber sich hier gut aus. Guck mal, das ist der dunkle Volk am Laufen. Ey, wo kommt die? Komm hier irgendwo her. Normalerweise müssen wir da welche hinschicken. Wo kommt die denn her, diese Säue da? Ich mag sie nicht. Wie gesagt, nochmal. Ich hasse dunkles Volk. Die kommen da irgendwie. Hier müssen sie irgendwo herkommen. Na dann nicht. Wo laufen sie denn da hin? Ein kleiner Stoßdruck wäre nicht schlecht, oder? Schicken da einmal hin. Also mich würde interessieren, wo die jetzt hergehen. Also hier laufen sie. Und die warten, oder was? Oder hieß das Follow Me? Wir sollen den nachlaufen. Ich habe keinen Schimmer. Also, keine Bäume mehr. Wer hat keine Bäume? Ja gut, okay, du hast wirklich keine Bäume mehr. Entschuldigung, habe nicht aufgepasst. Okay, wir werden natürlich hier ein bisschen aufräumen. Hier müssen überall die Bäume weg. Und hier will ich nachher auch Minen noch machen. Weil das ist so. Also, einfach hinterher. Das wird da irgendwo durch die Weißen beschützt sein, oder? Du brauchst nicht mehr zu laufen, das ist Quatsch. Kommt da jemand? Nö, kommt keiner. Moment noch. Ruhe im Sturm, oder? Oder Ruhe vor dem Sturm. Also könnt ihr euch vorstellen, dass der hier durchkommen kann, wenn hier ein Gegner angreift? Also ich eigentlich nicht so. Oh, da ist es schon. Lecco mio, da ist schon der dunkle Volk. Ey, hallo Kumpels. Da ist schon der dunkle Volk. Das heißt also, wenn ich jetzt hier... was haben wir denn? 7?
wenn ich jetzt hier schnell den Priester hin schaffe und das packe, ist das eine geile Kiste. Das heißt also, wir können das dunkle Volk platt machen. Absolut Platikowski machen. Es stimmt alles. Man musste immer ab und zu mal kontrollieren, ob alles okay ist. Und wie gesagt, was sagte ich die ganze Zeit? Speichern. Ganz wichtig, speichern. Zum Spiel generell sage ich mal, erkläre ich mal ein bisschen was. Es gibt ja unheimlich viele, die auch, ich sag mal, natürlich kein Windows 7 haben, sondern vielleicht XP sogar noch im Computer haben. Da klappt natürlich Siedler 4 funktioniert da wunderbar. Und diejenigen, die jetzt Windows 7 oder was, und Windows 7 funktioniert auch noch ganz gut, Windows 10 drauf haben, was ja fast alle drauf haben, ich auf nur zwei Rechnern. Auf den anderen Rechner habe ich über Windows 7 64 drauf. So, aber da haben die Probleme mit irgendwelchen Error-Meldungen ohne Ende. So, und ich empfehle und habe das letzte Mal auf einem Tutorial, was einmal geschrieben hat, dazu geschrieben, dass ich das klasse finde, dass nach wie vor es Leute gibt, die sich mit Siedler 4 befassen. Aber mein Tipp sieht wirklich ganz anders aus. Leute, es ist relativ einfach. Für wirklich Minigeld, weil ja alle an den neuen, also jeder will unbedingt ein neues Handy haben, neuen Rechner haben, schlag mich tot. Deswegen ist es relativ billig, an alte, aber gut funktionierende Rechner von Leuten zu kommen. Das heißt, wir haben drüben in unserem, ich sag mal, privaten Büro, haben wir bestimmt 4 oder 5 Rechner stehen, die, ich sag mal, alle möglichen Windows-Versionen drauf haben. Einer hat sogar Linux drauf. Und wo wir alles, aber wirklich alles spielen können, was es in den PC-Games mal irgendwann mal gab. Ne? Also das ist dann, das macht doch richtig Laune. So, jetzt greift dieser Heine hier an mit nicht wenig Leuten. Das ist natürlich scheiße. Das hatte ich nicht vor. Und ich renne mit dem hier mal rum. Super. Einfach super. So. Und wir gucken jetzt hier, wo wir hier diese Farmen hier kaputt machen können. Nämlich wenn alle Farmen kaputt sind, bedeutet es folgendes, dann geht dem das Licht im wahrsten Sinne des Wortes aus. Keine Bäume ist gut, dann ist mal so. Reg dich ab. So, hier ist gar nichts. Hier können wir mal einfach stehen bleiben von mir aus und können, machen wir folgendes, wir machen, ne? Gar nichts. Wir machen gar nichts. Also hier brauchen wir auch dann folgendes nicht zu machen. Wir schicken hier schicken da die Jungs mal runter, oder? Ja, das geht. Es geht. Sind hier noch welche? Frage sie mal, ob da irgendeiner rumsteht noch. Hier? Auch nicht. Okay. Hier habe ich einen Priester. Den könnte ich mit Bogenschützen dann. Mit relativ schwachen Bogenschützen, würde ich sagen. Wir haben da so viele. 11 Bogenschützen, ist gut. Könnte ich den dann da hinschicken und dann geht er da rein, ohne Probleme. Könnt ihr ein Loch machen, hier, und dann gehen wir da rein. Ihr habt ja gesehen, wie stark die sind, die machen einfach alles kaputt. Also das ist auch dann scheiße, ne? So, einmal dahin. Und hier sind wir auch schon soweit, das sieht gut aus. Ja, und jetzt mal ganz ernsthaft gefragt, wie gefällt euch das? Gut. Als Abwehr? Ne? Find's gut. Muss euch ja nicht gefallen. Na Quatsch, Blödsinn. Sicher gefällt euch das. Juhu! Jubelt. Komm, jubelt. Jubelt doch mal, Freunde. Einfach mal jubeln. Der Grüne hat Schiss in der Hose, habe ich das Gefühl. Ich habe keine Ahnung, wer der Grüne ist, oder? Grüne. Kann nur der sein, Lazarus. Warum heißt denn der Lazarus? Lazarus ist eigentlich einer, der von den Toten aufgestanden ist. Tjo. Sehr gut, lustig. Lustig, tralalala. Bald ist Weihnachten wieder da. Also ihr seht, das ist nicht so, dass das Ratzatz gespielt ist hier, sondern das dauert schon seine Zeit. Und wobei es immer noch wahnsinnig gefährlich ist, mit wie vielen Leuten der hier angreift, weil der baut hier die Leute aus, habe ich das Gefühl. Also hier. Also das wird nicht ohne werden. Aber gut, wir sind natürlich super stark. Zumindest im Mund.
alt werden. Hier werde ich auch dann. Jetzt haben wir gucken, gerade auf den Stein. Onkel da. Nee, noch nicht fertig. Okay, da auch nicht. Keine Bäume. Warum findet ihr keine Bäume? Ach so, hier, dann machen wir hier noch welche. So, der Kopter. Der wird hier irgendwo hier drin sein. Nur wenn ich jetzt mit dem Priester alleine dahin marschiere, sieht das folgendermaßen aus. Haben wir wirklich absolut scheiß Karten, weil der macht uns platt. Ne? Also es hat dann wirklich wenig Sinn. Vielleicht würde machen können, wir können hier ein paar Leute, ob wir die entbehren können, weiß ich nicht. Aber ich kann sie da hinschicken. Aber wäre erstmal Quatsch. Weil hier der Kopf, da wird ja irgendwann kommen. So, und ich frage mich jetzt, ob... Ah, es ist fertig. Okay. So, das können wir natürlich nicht schnell wegmachen. Das werden sie immer mehr hier. An kleinen Priestern. Und die brauchen wir ja gar nicht. So, Priester habe ich deswegen gemacht, weil dann kann ich nämlich hier diesen Bereich vergrößern nachher. Ne? Also hier kann ich schmelzen und dann macht es relativ schnell auch viel mehr Spaß. So, müssen wir gerade gucken. Frage ist natürlich, wo ist das Zeug angekommen? Okay, machen wir die wieder an. Und ja. Also hier haben wir alles Mögliche. Wenn, mal gucken, habe ich jetzt eingestellt. Ne, ich will noch keine machen. Das heißt also, wenn ich feststelle, der greift mit noch mehr, viel mehr Leuten an hier. Also Quatsch, der Kopter greift nochmal an. Dann werde ich das dann verbessern. Im Moment ist es eigentlich egal, weil, jo, sagen wir, das Risiko sind wir eingegangen. Wir haben, obwohl, wie gesagt, wenn der jetzt angreift und macht hier alles platt, hier alles den ganzen Kram, habe ich nicht verloren, weil immer noch nicht da, sondern da, immer noch hier eine Bastion steht, die der Dunkle auch nicht kaputt kriegt so schnell. Na, also da können wir schon, wenn er angegriffen wird, uns verteidigen und sind schon stark genug, das eben hinzukriegen. Ja, also null. Null Problemo eigentlich. So, wir machen hier noch so ein kleines Lager. Da platzieren wir dann eben die Waffen. Und hier, sollen wir hier noch irgendwas bauen? So, der kommt da rein. Dann wird das sich hier nach rechts oder nach da begeben. Der kommt nicht hier durch. Ne, glaube ich nicht. So, dann haben wir Pech gehabt. Und dann macht es Spaß zu gucken, wie das ausgeht. 9, schon gut. Also ich sag mal, der wird natürlich hier viel mehr als 9 haben. Ist das Schiff schon da? Ne. Kann ja noch gar nicht da sein, weil ich habe es ja da gar nicht losgeschickt. Also ich bin eine. Manchmal bin ich eine Tröte, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal bin ich eine absolute Tröte. Da, Kopter! Kopter kommt. Kopter kommt. Der rast aber auch genau da rein und ja, wie schnell haben die den dann gebaut? Die haben doch keine 5000 Kopter da. Schon irre hier, hm? Scheiße. Schafft ihr den Kopf da abzuschießen, Freunde? Sieht nicht gut aus, ne? Jetzt laufen sie wieder weg. Guck mal hier. Die sind rausgegangen und jetzt wieder eingestiegen. Warum sind die wieder eingestiegen? Ich sag mal, manchmal überlege ich wirklich, ob der das. Wir haben es geschafft. War aber schwer genug, Leute. War wirklich schwer. Also das mal ganz im Ernst. So. Also hier tut sich immer noch nichts, dass jemand angreift. So, die schwächeren Bogenschützen. Aber vorher hinzuschleppen. Und die werden wir hier hinbringen. Sie werden angegriffen. Ja, wo denn? Übersehe ich hier irgendwas? Hm.
So, die ziehen wir mal wieder zurück. Nämlich hier in dem Bereich hatte ich die ja stehen. Hier haben wir jetzt Bogies. Die Bogies teilen wir ein bisschen auf, indem wir hier welche hinstellen. Und da lassen wir welche. Hier haben wir auch noch welche stehen. Also wenn er da wirklich kommt. Also es ist unbegreiflich. Der scheint ja hier auch noch gekommen zu sein, oder? Ist unbegreiflich. Wie viel Kopter hat der denn da rumfliegen? Scheißvieh! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, da gib mir die. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich die nicht mag, ne? Okay, also, sieht im Moment ganz gut aus. Ich könnte natürlich jetzt irgendwann ein bisschen beschleunigen. Aber wie gesagt, ich will gerade jetzt diesen Übergang, wenn wir versuchen, das dunkle Volk zu vernichten. Ich meine, okay, wenn ihr jetzt im Dialog sein könntet, was leider Gottes bei diesem Spiel hier nicht so geht. Ne? Könnte natürlich das in Twitch, könnte ich auch das machen. Aber habe ich echt keinen Bock, dann weißt du nie, wer da, sag mal, überhaupt Ahnung hat von dem Spiel. Und du musst dann Fragen beantworten, die kannst du aber so irgendwo logisch sein. Ja, keinen Bock zu. Ehrlich, nicht böse sein. Hat damit nichts zu tun. So, also wenn, dann sollten das schon Leute sein, die A, Interesse an dem Spiel haben und B, ich sag mal auch sagen, oh geil, alles drum und dran, habe ich auch Lust zu spielen. Ne, wenn einer sagt, interessiert mich ein Scheißdreck, ey, ist das unsinnig, wenn ich mit dem jetzt über internes über das Spiel unterhalte. Ne? Weil, ja, das ist sowieso keinen Bock, das Spiel hier in irgendeiner Art und Weise zu spielen, nehme ich mal stark an. Oder? Oder meint jetzt guckt irgendjemand, guckt diese, ich sag mal, Let's Plays, wenn er keine Lust an dem Spiel hat? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ehrlich. Kann mir das nicht vorstellen. So, da muss ich, keine Bäume schon wieder? Ah, hat er nicht abgebaut. Klasse. Okay, da haben wir da auch Ruhe hier und können hier Folgendes machen, dann mal noch ein Weingut hier hinbaggern. So, zu tun haben die genug, also Weingut, immer aufpassen, also wenn hier zu viele Karaffen rumfliegen, also die hier, ja, Wein ist das, die hier dann in dem kleinen Tempel zu Mana verarbeitet wird. Dieses Mana hat den Vorteil, dass man natürlich damit die Priester besoffen macht, sodass sie ihre Zauberkünste vorführen können, ne? Okay, und das ist wichtig, dass das also wirklich im Ausgleich ist, ne? Also, oh, die sind hier reingekommen, das hat geschafft. So, wir können also hier jetzt mal ganz, obwohl, wie gesagt, es ist schon gefährlich, was ich jetzt mache, weil, aber gut, wir probieren es mal einfach da hoch zu latschen. Kann man schon weit gucken. Warum man jetzt weit gucken kann, weiß ich aber auch nicht. Egal. So, man könnte natürlich hier einen Turm hinstellen, sodass man hier reinbauen könnte. Aber wir kommen vorsichtig langsam. So, wir schicken erstmal jemand vor. Ob da irgendwelche Truppen sind. Nämlich wenn da Truppen sind, machen die uns sofort kaputt. Da haben wir gar keine Chance. Also da haben wir, der hat so viele Leute da meistens um sich rumlaufen. So, jetzt pass auf. Das Ding machen wir weg. So, in dem Moment, wo der das merkt, wird er natürlich aktiv werden, glaubt mir es. Also der wird sich das nicht gefallen lassen. Da sind auch noch welche. Hundertprozentig. Ja. Witzigerweise ist dann Folgendes passiert dann auch, wenn du das machst. Es verwandeln sich hier welche zurück. Das heißt also von den kleinen Männchen, die hier helfen, die Arbeiter, die Sklaven, die er da hat, das sind ja Sklaven, die Sklaven ohne Gesichter, die verwandeln sich dann zurück und stehen einem wieder zur Verfügung. Also da ist der Pop, der sieht er. Guckt. Ich hoffe, es macht Spaß zu gucken. Also ich sag mal, einfach Folgendes machen, schreiben, Kommentar und sagen, toll. Oder laberst zu viel. Oder halt die Klappe oder was auch immer. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil ich kann, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir also YouTube-Videos, zumindest was Let's Plays betrifft, nicht an, wenn einer gar nichts sagt. Also wenn das stumm nur Musik zum Beispiel läuft. Also wenn das gute Musik ist und das ist im Endeffekt, ja, guck mal, da. Da haben wir natürlich keine Chance. Guck mal, da stehen die.
Seht ihr das? So, die Frage ist natürlich, laufen wir jetzt wieder zurück? Ja, am besten, ne? Weil die kommen. Man kann mal gucken, wie weit wir es kommen. Wie weit wir kommen, wie weit wir es kommen. Super. So. Oh, oder ist schon ein Feuer. Okay, das kriegen wir noch gerade hin. Wenn du das Feuer reinkommst, sind die weg. Guck hier, pass auf, Leute. Feuer. Verbrennt euch die Pfoten nicht. Die Füße. Wenn die Füße kaputt sind, war es das. Ja. Da komme ich auch noch dran. Sehr gut. Nur sieht besser aus. Also meistens verlierst du ein, zwei Priester, wenn du hier mit Priester reingehst. Und die meisten sagen ja, ja, dann mach doch Gärtner rein. Gärtner. Ah, jetzt könnte ich natürlich Folgendes machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist Folgendes hier. Die. Und hierhin schnell laufen. Und nochmal auf den Priester knacken und das hier zerstören. Hier können wir nochmal rein, da der nicht hier was baut. Oh, scheiße. Der Priester ist sowieso jetzt kaputt. Da, passiert. Okay, also, Trick 17. Ihr habt gesehen, okay, das war jetzt die Geschichte, die ich vorhatte. Das heißt also, es wird systematisch dieses Ding hier kaputt gemacht. Hier ist wahrscheinlich der Kern. Also hier ist der Kern. Und bedeutet nichts anderes. Sie werden angegriffen. Wo denn? Lager fertiggestellt. Ja, alles klar. Dann werden wir erstmal Waffen hier hinbringen. Waffen und Gold. Gold. Hat er sonst wenig Gin. Und dann werden wir gleich Minen ausbauen. Und jetzt werden wir gucken, wie die Nahrungsmittel aussehen. Die sehen spitze aus. So. Um das nachher dann hier zu machen, müssen wir natürlich noch viel mehr Leute haben. Unsere Leute stehen da. Jetzt werden wir das Schiff ein bisschen zurückbringen. Weil ich habe keinen Bock, wenn die da raus. Wenn hier das dunkle Volk hinkauft und der fängt an zu werfen, dann macht er mir das Schiff kaputt. Also immer dran denken, wenn irgendwo was rumsteht, das ist genauso, wenn ihr den Priester hier zu nah dran macht, dann wird er von den anderen Leuten dann platt geschossen. So, witzigerweise, was heißt witzigerweise? Hier, die haben sich zurückgezogen. Ob die sich sammeln, könnt ihr natürlich mal testen. Indem wir Folgendes machen, wir schicken da mal einfach ein paar Leute hin. Aber ist so totaler Blödsinn, oder? Wir schicken hier Leute hin. Um hier das, was ich am Anfang sagte, einfach mal zu machen. Hier müssen wir sowieso dann... aber die kommen Leute zurück, guck mal. Habt ihr gesehen? Kommen aus dem bösen, dunklen Scheißhölle da, kommen Leute zurückgelaufen. Oder habt ihr es nicht gesehen? Mal gucken. Komm her. Mal dahin. Da. Da die. Das sind 3, 4, 6 Leute kommen zurück. Die sind hier rausgelaufen. Also die haben wir ja irgendwie durch die Zerstörung dieser Dingsbums haben wir die befreit. So, jetzt müssen wir natürlich Folgendes machen. Jetzt müssen wir natürlich wieder so einen Priester dahin schicken. Ja. So, andersrum müssen wir auch gleichzeitig gucken. Okay, funktioniert hier alles? Also immer auf der Acht sein, aufpassen, dass es auch einigermaßen funktioniert hier. Und jo, dass eigentlich genug Zeug da ist, wo ihr mit arbeiten könnt. Hier machen wir jetzt, haben wir sich einen kleinen Turm relativ zügig. Und meine Freunde, ist im Moment wenig da. So, hier ist eigentlich nichts passiert, oder? Ja. Da ist auch nichts passiert. Alles genug da. Wenn er natürlich angreift, wieder mit seinem Kopf da. Naja, okay. Alles so eine Ansichtssache. So, die werden wir jetzt abziehen und da reinbringen. Kommt da jemand? Und ein paar. Oh, super. Das sind also jetzt wirklich genügend. Die bringen wir mal. Mich interessiert mal, dass die hier sind. Und die, ich sag mal, Jungs und Mädels, die hier so da. Was sind das? 13. Bringen wir hier hin.
Auf jeden Fall gut. Wir müssen also hier auf jeden Fall noch an diesen Standort unbedingt müssen wir starke hinbringen. Das hat Kassus keinen Sinn, weil der uns da wirklich mit seinem Kopf da alles Mögliche kaputt macht. So. Lange Rede, kurzer Sinn, da ist er schon wieder. Es ist doch eine Scheiße hoch 3, wenn du da 2 Sekunden nicht aufpasst. Ich frage mich allen Ernstes, wie schnell kann der Kopf da machen? Also ich kapiere es nicht. Also das ist was, was ich jetzt nicht kapiere. Sieht ja aus wie eine Libelle, dieses scheiß Vieh, ne? Wie schnell kann der Kopf da erzeugen? Wir könnten uns ein bisschen... Man könnte sich den Spaß erlauben, indem er einfach Folgendes macht. Man geht hier rein und macht hier nachher das war ganz nahe dran. Folgendes machen. Türme. Und so, dass wir zugucken, wie der den Kopf da macht. Also es würde mich wirklich interessieren, Leute. Der Kopter ist weggeflogen oder habe ich den geballt? Habe ich jetzt nicht auch geballt? Vor lauter. Vor lauter, lauter. Oh, guck mal, hier tut sich was. Hier tut sich was. Frage ist, das sind ja. Wie gesagt, nochmal, das Spiel ist sowas von geil. Der schickt jetzt erstmal Speer vor, um zu gucken, was denn da überhaupt Sache ist. Hier ist einer. Gewesen. Hier kommt wieder einer. Ne? Ne, dann guckt er sich das an und kann da dementsprechend dann einschätzen, was Sache ist. Also ist schon irre. Ist schon irre, das Spiel. Ehrlich. Oder? Ich find's irre. Ich find's irre. Guck mal, da kommt das Dunkle wieder angelaufen. Die kommen woanders her. Die sind hier rumgelaufen jetzt. Ja, toll, super, okay. Aber natürlich, da kommen die nicht durch, ne? Nur wie gesagt, das ist immer schön, die Wölche abzuschießen von den Räubern. So, man kann mal gucken, wo hier eine Veränderung erfolgt. Also 233. Ich nehme an, das sind die. Wenn da jetzt eine Reduzierung erfolgt ist, dann waren die das. Dann hat sich das ein paar Leute dann reduziert. Gehen wir nochmal rein. 233 immer noch. Hm. Lazarus 865. Sehr lustig. Lazarus der Grüne ist ja totaler Schwachsinn, geht ja gerne. 222, also ist das Triebe der 222 Leute. Na gut, okay. So, da werden wir unsere Leute hinstellen. Und ich brauche aber noch 10 Pionierchen, damit wir hier was machen können. Weil sonst hat es keinen Sinn. Ich muss sie nämlich da reinschicken. Damit das der Bereich da überbrückt wird. Wo ist was? Also da, okay. Ja, einzeln dürfte ruhig kommen, das ist mir scheißegal. Schnell hier rein. So, dann machen wir uns nämlich hier einen Weg hier durch. Versteht ihr das? Dann machen wir uns hier einen Weg durch und können uns dann in Ruhe hier das angucken, was da die Sache ist. So, natürlich müssen wir erstmal hier durchkommen. Das heißt also hier den Teil, den müssen wir mit Pionieren überbrücken, sonst schaffen wir es nicht. Haben wir hier irgendwo nur Pioniere rumlaufen? Oder sind die alle kaputt? Manchmal ist es doch ganz sinnvoll, dass man sagt, okay, ich mache hier eben ein Lager hin, mache da alle Schaufeln hin und mache dann erst, wenn alle Schaufeln hier sind, mache ich dann erst folgenden Befehl, dass ich sage, okay, macht mir bitte Pionierchen. Aber muss man nicht immer machen. So, wir werden jetzt gucken, dass wir hier
herlaufen. Jetzt mal gerade gucken, wo habe ich denn noch ein paar Priester rumstehen. Oh, Priester sind rar geworden. Also soll ich noch welche machen? Okay, jetzt schluss dich an. Ich mach Priester. Jo, da sind noch welche. So, haben wir noch, wo haben wir dann hier überhaupt? Da. Okay, dann machen wir es einfach so. Dann machen wir hier erstmal genauso, wie ich sagte. Da mal erstmal das Ding. So, und das können wir kaputt machen. Und laufen jetzt einmal hier durch. Priester, du rennst aber hinter den her. Also sinnvoller ist das schon. Nämlich sonst rennt ihr da voll direkt in so eine Armee von dunklen Geschöpfen. Und das wollen wir nicht. Ja, sag ich doch. Da sind nette, freundliche Herren und Damen, die uns hier empfangen. Walking Dead könnten wir es nennen. So, wir können natürlich einmal hier rein. Bringt aber gar nichts und schnell zurück. Also es hat keinen Sinn, das ist zu stark da besetzt. In dem Moment, wo wir hier freigeschaufelt haben, haben wir den Vorteil, dass wir hier einen Turm hinsetzen können, da einen Turm hinsetzen, da einen Turm. Und es bedeutet nichts anderes. Jo, ist natürlich auch ganz gut, wenn wir diesen, ja, wenn wir den kaputt gemacht haben, der alles immer wieder schön zumüllt. Morpheus, Morpheus, wo bist du hergelaufen? So. Wo habe ich jetzt die, meine Priester hingeschickt, da zu den Linksbums, ne? So, der eine könnte doch da hochlaufen, oder? Wow, sind ja viele. Ich habe schon wieder Schüssel auf weg. Das hat keinen Sinn. 200, man kann mal gucken. 219. Das ist Triebe, ist der Dunkle. Also jetzt wissen wir es endlich. Okay, ihr sagt jetzt, ja, wusste ich schon immer. Ich nicht. Ehrlich. Aber gut. Was weiß ich denn schon? Bin nur ein blöder Spieler. Okay, hier, ja, hier haben wir. Ich habe keine Lust, hier durchzulaufen. Ich habe gemeint, hier wären noch irgendwelche Jungs unterwegs. Ehrlich jetzt. 198. Oh, der hat schon aufgeräumt. Das ist an für sich ordentlich, finde ich. Und wenn jetzt hier die noch einschicken, passiert da irgendwas? Nö, eigentlich gewaltig nicht. Also können wir da noch welche hinschicken. So, hier machen wir jetzt die F12-Taste, damit der schneller läuft. Damit das schneller läuft, das Spiel. Und vielleicht sind sie schon durch. Ja, gut, greifen welche an, aber die sind ja so schwach. Der Grüne, das ist der Lazarus 822, der macht ja eigentlich gar nichts, ne? Ich hätte jetzt erwartet, dass die jetzt wirklich sich rächen, wo wir da wirklich dem das kaputt gemacht haben. Aber gut, ich würde mal sagen, muss er selber wissen. Wenn er sich nicht rächen will, lässt es eben sein. So. So, die schicken wir auch da rein. Ich frage mich nur, wo meine lieben Freunde. 10. Wo habe ich da irgendwo 10? Da. Da sind 10 Jungs. Und die schicken wir mal hier hin. Und dann machen wir auch wieder F12, Freunde. So, wenn ihr gerade mitbekommen habt, da hat das Telefon geklingelt. So. Ich muss an dieser Stelle mal einfach Schluss machen, Pause machen und setze das nachher weiter fort. Ihr seht hier, ich habe das Pausenzeichen gedrückt, mache das jetzt wieder auf und werde, wie man das so schön macht, dann eben auch wieder abspeichern. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Okay, ciao, ciao.